Mitspracherecht. Das ist sehr gut. Also ab einem gewissen Zeitpunkt. Die katholische Kirche lernt dazu. So ist es. Ich, meine Liebe, werde jetzt drei Kandidaten auswählen, die ich Kraft meiner unendlichen Weisheit... Kraft meiner unendlichen Weisheit... für euch als richtig erachte. Entschuldige, ich bin allergisch gegen Bullshit. Gesundheit. Die sollt ihr aber nicht mit euren Augen auswählen. Die sollt ihr mit eurem Herzen auswählen. Also nicht die, also ich wähle die ja aus. Aber von diesen dreien wählst du dann am Ende einen aus. Und bis dahin, meine Gute, sollst du nur auf dein Herz und nicht auf deine Augen hören. Wenn ich kein Herz habe? Wenn du kein Herz hast... Bist du mit mir verwandt? Ruhe! Ich hab auch keins! Dann sind wir Freunde. Wenn du kein Herz hast, dann... Hab ich noch eins übrig! Sehr gut, ein Herz für Caro! Ausrasten ist erlaubt! Mit spektakulärer Wendung! Moment, das liegt sogar. Los, schmeiß es hier zu, sie soll es in die... Achso, ja, hat es weggeschmissen. Ja, egal. Ist nicht da hinten. Ist jetzt egal. Es ist ja da, dein Herz. Ja. Es ist ja jetzt da. Hoffentlich in sicheren Händen. Also, die drei, die ich auswähle, aus denen wirst du einwählen. Wir werden sie auf Herz und Nieren prüfen, liebste Caro. Bis dahin sollst du dich aber auf dein nicht vorhandenes Herz konzentrieren. Okay. Deshalb bekommst du nun die heilige Augenbinde. Wir haben da nur leider ein taktisches Problem. Die heilige Augenbinde ist verschütt gegangen, deswegen gibt's Projektus Nachttopf. Kriegen wir das über die Öhrchen drüber? Ich hoffe nicht. Halt's fest, du musst es selbst halten, damit ich dir nicht wehtue. Über die Augen, so ist recht. Ja. Das sieht gut aus, Caro. Ja. Caro, sag mal was. Du klingst ein bisschen blechern. Das hängt in der Nähe von Rectus zusammen. Da klingt das alles blechern. Du darfst nicht drunter durchschicken. Nein. Nein. Ich wollte sehen, was Mikro ist. Ach so, jetzt wieder runter. Du brauchst das Mikro jetzt nicht mehr. Richtig runter. Tot, wenn ihr mal hier eure Platzierung einnehmt. Ich verklappe den Eindruck, Caro ist bereit zu schummeln. Jetzt wieder all jene die Hand hoch. Tod, hör auf damit. Das gucke. Ihr macht mir die Reihen 1 bis 7 nervös. Die haben Angst vor Geruchsbelästigung. Lass den Eimer unten. Wenn du keine Luft mehr kriegst, einfach... Pfeifen. Umfallen. Ja. Es sei. Noch einmal die Arme hoch, wer ist verheiratet? Caro, ich habe noch eine weitere Frage. Lass die Arme oben. Caro, ist es erlaubt, dir auch ein Weibsbild heranzuführen? Oder ist das eher nicht das Klientel? Ist ihr scheißegal. Es sei. Alles, was verheiratet ist, Arm hoch, wenn ihr verheiratet seid. Ja, du brauchst überhaupt nicht auf irgendjemanden zeigen, weil es interessiert mich null. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, wir sind bei Schmerzblatt. AKA, so ist es. Die Hölle bricht aus. Einen wird es erwischen. Erhebt es. Alle unverheiratet hier? Wie? Vater, wo kommen denn die Kinder her? Das muss unbefleckte Empfängnis sein, Nummer 2 und 3. Unglaublich. Unglaublich. Unglaubsam. Zur Hölle, wo sind sie alle hin? Neue Männer braucht das Land. Dass sie unverheiratet sind, alle verheiratet, habe ich ein Pech, Glück. Lauf weit weg und komm nie wieder zurück. Nein, nein, nein. Ist das ein Paarungsbomben? Wie alt bist du? Ein Panda. Du bist keine 16, du bist 19. 16, dann ab mit dir nach Hause ins Bett! Oder in die Kirche. Das ist behaart. Ich hab hier was ohne Haare. Verhart nicht so viel, Rectus. Die Gemeinde jubelt.
Kaffeetisch? Gab's auch bei Aldi auf dem Kaffeetisch. Und der ist groß, das hätte ich nicht sagen sollen. Rektus, wenn's schnell geht, macht nix. Denk immer da dran, auf alten Schiffen lernt man segeln. Aber auf zu alten gehst du unter. Warte mal, warte mal. Oh, oh, oh. Was sagst du dem ältesten Schiff hier auf dem Platz? Das gibt eine Havarie. Gandalf trinkt kariert. Bravo, egal für wen du dich entscheidest, alles Hauptgewinn. Es ist vollbracht, diesmal hat es etwas länger gedauert. Die Auswahl war aber auch kleiner als sonst, weil wir ein erlauchtes kleines Ründchen heute sind, weil Freitag ist. Ja. Es sei, mögen die Spiele beginnen! Quasi die Büchse öffnen. Wir öffnen die Büchse der Pandora. Ich nehme euch den Eimer ab. Lächeln und winken. Geht's euch noch gut, Caro? Gerade so. Gerade so, es sei. Bereust du es jetzt schon, heute hergekommen zu sein? Nö. Nö, das ist gut. Es beginne. Die hochnotpeinliche Befragung. Der Kandidaten! Applaus für die Kandidaten! Kandidat Nummer 1! Wollen wir sie erst vorstellen? Oder nein, wir das wird niemand vorgestellt. Es wird niemand gemacht. Vorgestellt. Das ist ein Blind Date. Zu meiner Rechten, eurer Linken, Kandidat Nummer 1, dann Kandidat Nummer 2 und Kandidat Nummer 3. Sarah, du Spoiler auf zwei Beinen. Ihr müsst auf jede Antwort achten. Nach jeder Fragerunde, also nachdem jeder eine Frage beantwortet hat, darfst du ein Sternchen verteilen. Das dient nur unserer. Wieso habe ich das Ding noch auf? Weil es schöner ist. Weil man im Alter langsam wird. Hat er gesagt. Das dient nur unserer Orientierung. Am Ende kannst du dich dennoch entscheiden für die Person, der du kein Sternchen gegeben hast. Beginnt. Kandidatin Nummer 1. Die Angebetete Caro hat sich für dich entschieden und ihr seid in der Hochzeitsnacht des Nächtens, wenn das passiert, was Gott will, dass es passiert. Welches Lied läuft dabei? Es ist nicht komisch, Kandidatin Nummer 3. Tod ein Stück zurück, ich sehe sie nicht. Entschuldigung. Ich schreibe mal auf, Nummer 3 lacht. Zur Not ist es dein Lieblingslied. Zuckerbrotpeitsche, danke Gisbert. Dir fällt sonst nichts ein. Ihm fällt gerade nichts ein. Diese Antwort lässt tief blicken. Das ist kein großer Stratege. Das ist keiner, der Ränke schmiedet. Das ist einer, der einfach nur geblendet ist von deiner Schönheit. Also läuft in der Hochzeitsnacht Blinded by the Light. Oder so. Vielleicht ist er auch einfach taub und weiß nicht, was Musik ist. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Okay, das war seine Antwort. Kandidatin Nummer 2. Selbe Frage. Bleib anständig. Welches Lied läuft in der Hochzeitsnacht? Highway to Hell. Run with the Wind. Mötley Crüe, Girls, Girls, Girls. Mötley Crüe, Girls, Girls, Girls. Sagt dir das Lied was? Gerade nicht. Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen. Kandidatin Nummer 3 hat keinen Plan, was sie sagen soll. Hey. Selbe Frage. Britney Spears, Baby One More Time vielleicht? Das ist eine gute Idee. Was, was ist denn dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Ja.
Ja, das ist die Antwort. Es wird eine lustige Nacht werden. Nein, gebt ihr noch eine Sekunde. Los. Nein. Was? Nein. Ich weiß es nicht. Du weißt es auch nicht? Ich habe die Antwort. Du hast die Antwort. Ja, wo? Also, passt nicht zur Hochzeitsnacht? Nein. Schwere Frage. Keine Vorschläge aus dem Publikum. Hans, ihr seid soweit. Ich habe eine Frage. Ja. Warte mal. Eine Frage. So, ja. Du hast jetzt dreimal im Prinzip fast dieselbe Antwort gehört. Wobei, Kandidat Nummer 2 hat es sich am Ende doch festgelegt. Wer von den dreien bekommt ein Sternchen von dir? Eins. Hast du, ist mir egal. Manchmal muss man einfach laufen lassen. Kandidat Nummer 2. Du bist dabei, ein wundervolles Date, einen wundervollen Abend mit der Geliebten, wie heißt sie noch? Caro. Caro, richtig. Einzugehen. Caro möchte unbedingt zu einem Konzert gehen, zu Slipknot zum Beispiel. Du aber willst die Wildecker Herzbuben hören. Wie versuchst du, sie umzustimmen, dass ihr eben auf euer Konzert gehen könnt? Ich würde ihr zu den Wildecker Herzbuben. Auf jeden Fall. Also du wolltest zu den Wildecker. Ja, aber die Frage war ja eine andere. Sie möchte aber zu Slipknot. Wie überzeugst du sie? Nee, da will ich nicht. Wie du sie überzeugst, ist die Frage. Ich würde sie in eine Falle locken und sagen, das Spielen will der Herzbuben und dann... Falle, das ist doch mal eine Antwort. Also er würde dich in eine Falle locken. Verlocken, nicht wahr? Total. Abenteuerlich, könnte man auch sagen. Das war Kandidat Nummer 2. Wir haben bei 2 angefangen, damit es wechselt. Ja. Kandidatin Nummer 3, wie würdest du vorgehen, um zu deinen wilden Herzburgen zu kommen? Ich würde darauf verzichten. Ich würde dann doch mit ihr zuschauen. Oh. Man nimmt sich zurück. Achtung, Schleimalarm. Jetzt wissen wir, wer die Hose dann anhat. Und Kandidat Nummer 1, wie würdest du vorgehen, um zu deinen allseits geliebten Schlagerstars zu kommen? Ihr wird nicht vorgesagt. Ja, entweder aufteilen. Sie würde aufteilen? Wie willst du aufteilen? Getrennt? Getrennte Kasse. Sie zu Slipknot, du zu Wildecker Herzbuben? Oder? Oder? Was? Ach, dann sind wir beide glücklich. Ja. Hast du mal gesehen, wie Corey Taylor ohne Maske aussieht? Die kommt nie wieder. Naja, ist auch nicht. Aber er hat doch den Satz angefangen mit entweder, oder? Ja, ist doch egal. Kommt ja, da noch was? Nee. Ich hab schon was. Er würde sagen, aufteilen. Jeder geht seiner Weg. Sehr schön. Sie darf auswählen, wer bekommt das Sternchen? Wer bekommt das Sternchen? 3, ich hab dann die Hosen in der Hand. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ja, aber ich will es auch gar nicht weiter eingehen, das ist was für die Hochzeit. Das ist auch ganz egal. Kandidat Nummer 3 bekommt das Sternchen. Dafür in der dritten Runde bekommt jeder eine Einzelfrage, damit keiner bei den anderen ab.